picture. I just met this 5'7" guy. He's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, I've been to MIA. American boy, take me on a trip. I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Ooh. Will you be my love, will you be my love? Baby, won't you be Princess, bin 23 Jahre alt, komme aus Stuttgart, ja? Princess? Ja, ich heiße Princess. Okay. Princess wow. Aus Stuttgart. Genau. Lieb ich. Ich bin King aus Winnweiler. Ja, okay. Als ich mich umgedreht habe, hast du dich nur noch gefreut. Ja, und doch. Das Singen hat komplett nachgelassen. Du hast eine krasse Stimme. Du hast wirklich eine krasse Stimme. Dankeschön. Aber du wolltest uns zu viel zeigen. Ja. Du wolltest uns auch das zeigen, was du gar nicht so gut kannst. Ja, doch. Genau, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, was du wirklich gut kannst. Ja, danke ne? Schön, danke. Was denn? Ja. Sie sagt schon so, danke, danke, als wäre ich fertig. Ja. Okay, danke, 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 lass mal Marc reden. Na gut, ja. Ja, bitte Marc. Dann mach du mal, König. Princess. Du hast das gut gemacht. Man hat gehört, dass du singen kannst, dass du eine gute Sängerin bist. Wenn man sich umdreht, sieht man auch, dass du eine wunderschöne Frau bist. Nein, nein, doch, doch. Was du vielleicht nicht ganz richtig gemacht hast bei dem Song, du hast dich nicht entschieden, ob du es zerbrechlich willst oder ob du es kraftvoll willst. Es schwankte immer hin und her. Du hast dich einfach nicht entschieden. Also, pass auf. Du musst in mein Team. Du musst in mein Team, weil ich genau weiß, wo man mit dir hin muss. Genau das, was wir beide angesprochen haben, dass du dir zu viel zugemutet hast, dass du wahrscheinlich nicht genau weißt, wo deine Glanzpunkte sind. Ich weiß nicht, was Glanzpunkte sind. Punkte, mit denen man glänzt. Momente, die geglänzt haben. Punkte, punktuell. Punkte, okay. Ich würde mit dir super gerne die eine oder andere Ballade ausprobieren. Ich glaube, dass das genau deine Stärke ist. Und dann langsam uns hinsteigern zu den großen Soulbrechern. Und ich glaube, wie du jetzt hier stehst, wie du diese Blind Audition gerockt hast, ich glaube, das kann weit gehen. Entscheide dich für das Team Musik und Gesang. Guck mal, wie er da steht. Ich sehe schon, ich muss jetzt die ganze Zeit zu Sido schauen, so wie er oder? Sich oder? Wie er da steht, so, was ich dir noch sagen wollte. Oh, na, Moment mal jetzt. Also so, Princess, also ich finde es erstens beeindruckend, dass deine Eltern für 23 Jahre der Sohnenname, die so gut zu dir passt, irgendwie so, das ist Wahnsinn. Du bist doch gar nicht dabei. Nee, aber ich wollte sie dir einfach den Kompliment einfach geben. Jetzt ist halt dein entscheidender Moment. Gott. Du musst dich einfach jetzt entscheiden. Jetzt musst du dich entscheiden, gehst du zum bösen Grafen? Ja. Oder zum lieben Prinzen? Oh, das ist echt schwierig. Ja, ich respektiere auch den Marc, der kennt sich auch viel aus mit der ganzen Musik, mit vielen Genren und so. Aber der Sido, natürlich, denke ich, würden auch sehr viel Spaß haben. Der hat auch schon erkannt, wo es bei mir fehlt. Hapert. Ja.
Aber? Und da mein Verlobter ja auch sein erstes Album Maske übertrieben feiert, entscheide ich mich für Sido. Ja! Sehr gut. Danke, danke, dass du dabei bist. Ein Applaus, meine Damen und Herren. Gute Entscheidung.